Servus und grüß euch. Guten Morgen. Endlich wieder mal zusammen. Sehr geil. Und sind heute am Bluntausee. Muss immer sonst sein. Genau. Wir sind kurz vor Saisonende. In 1,5 Wochen, also nächste Woche am Sonntag, ist tatsächlich Saisonende herinnen. Ja. Und haben es heute nochmal gemeinsam reingeschafft. Es ist 7 Uhr, Sonnenaufgang. Wir dürfen jetzt anfangen zum Fischen. Und damit nicht ganz fad ist und wir haben nur eine Stunde Zeit, hat sich der Manuel was überlegt. Ja, geile Challenge machen wir. Wer fängt einfach in der Stunde den längsten Fisch, hätte ich gesagt. Das heißt, die Länge zählt nicht das Gewicht. Wer fängt den längsten Fisch, egal ob er Schonzeit hat oder nicht, wieder retour geht, wer fängt den längsten Fisch. Ja, Fische sind große drinnen. Ich habe gestern auch echt eine schöne Forelle gefangen, war kurz vor der Arbeit fischen. Habe 60er Forelle gefangen mit knapp 3 Kilo. Also richtig schöner Fisch. Die Kaibingänger immer, wenn die Kamera nicht da ist, gell? Das ist immer ja. So, gell? Immer. Und deswegen, es kann alles möglich sein. Also es kann einer nach 58 Minuten ein 47er fangen, einen richtig schönen Fisch, ja. Und dann schlägt es beim hat anderen man mit 47 gewonnen, oder was? Ja, wissen wir noch nicht. Wissen wir nicht, ja. Aber es kann auf jeden Fall alles passieren, weil richtig schöne Fische drinnen sind. Und wir werden es eher aktiv heute angehen, hätte ich gesagt. Ja, das heißt, mehrfacher Blinker, Yara Gummi. Und lass uns keine Zeit verlieren. Wir müssen schnell sein. Eine Stunde, Kanton läuft, Petri heil. Fischen ist geil. Bis gleich. Bis Servus. Gleich, Petri. Ja, erster Fisch. Erster Fisch. Yes. Schauen wir mal, wie lang die ist. Fühlt sich nicht schlecht an. Die ist halt ganz, ganz weit draußen. Aber da haben wir einen ersten Fisch. Zweiter, dritter Wurf jetzt nach Sonnenaufgang. Herrlich. Und? Schauen wir mal, wie groß das ist. Boah, die ist nicht klar. Boah! Was für ein Bachforellen! Was für ein Bachforellen! Die haben jetzt schon Zeit. Boah! So ein Teil! Die werden wir jetzt schon zurücksetzen. Aber zählt natürlich in die Wertung. Boah! Wahnsinn! Erster Fisch! Das ist ein Larfei! Das ist ein Bachforellen! Aber die konnte das Duell entscheiden, schau dir das Teil an! Jetzt cashen wir es mal. Boah. Ist das ein Teil? Ich wirf einmal. Mach das! Jetzt verliere ich zu viel Zeit, wenn du schon vorgelegt hast. Diesen Fisch schon. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt hat er den ersten. Jetzt hat er den ersten. Oh, jetzt haben wir doch das ausgestiegen. Ja, und gescheit. Gescheit aggressive. Das wird halt die will's wissen. Das wird halt eine Challenge. Ist die aggressiv. Jetzt habe ich selber gar nicht draufgedruckt, aber du bist eh da. Die haben, aber Kraft, die Kleinen. Ja, die springen wahnsinnig rum, haben richtig Kraft. Na, Geschen muss man auch kennen. Not schöner bad. Fisch. Sehr schön. Ja, schön. 37 sowas hätte ich gesagt. 36, 37. Passt. Top. Tippitoppi. So, jetzt schauen wir mal.
Sie sind halt echt aktiv, total aggressiv beim Beißen. Boah, ja, nächster Fisch. Boah, die gingen ab. Ah, Wahnsinn. Die gingen ab. Boah. Die haben eine Kraft. Unglaublich. Dass sie so eine Kraft haben. So eine Kraft haben die Dinger. Ja, in die Wertung wird es nicht zählen. Da ist die Bachforelle auf jeden Fall größer gewesen. Aber ja, so 36, 37 hat. Sie haben es aushacken, keschern. Und die darf mit natürlich. Da kommt er. Da kommt er daher. Was sagt er? Der Kochtopfangler. Ja, ich suche mir jetzt eine dicke, weil sonst hast du gewonnen. Die Zeit rennt. Es sind jetzt schon nur 45 Minuten. Wir sind immer unter Stress. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, wer schon schauen wir, finden. Schauen wir, ob es 44 plus hergeht. Ist ja auch weiter. Petri! Die stehen irgendwo draußen, gell? Ah, beim Yara-Tanz ist sie aber teilweise auch schwer, gell? So, the next one. Standard-Regai-Verfahren. Ja, leider. Die hat unter 44. Aber schöner Fisch. Ein sehr schöner Fisch. Das passt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Habt ihr das gesehen? Der Köder hupft aus und sie hupft nach, weil es so aggressiv ist. Sau geil. Da drüben ist er. Hat er schon wieder was in der Hand. Ich hoffe, er hat nur seine übliche Hand in der Gräs. Die 36er, 37er. Der kleine Schlawiner. Jawohl! Ja, der gewinne ich halt auch nichts. Ja, ich weiß nicht, du hast schon wieder vorgelegt, zu unnötig. Ja, ist halt so. Ich möchte nur daran erinnern, dass ich die Aktivka-Challenge gewonnen habe. Ah, ja, so. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Das war ich lang führen und dann war ich irgendwo. Das war der Hinweis, schaut euch das Aktivka-Special an. Ich weiß nicht, wie das geht. So schaut's her, nur eine ganz schöne. Die hat jetzt ein bisschen was. Werden wir jetzt gleich missen. Aha. Ja. Aber du hast trotzdem gewonnen. Mhm. Weil ich dieselbe Farbe genommen habe. Hätte man den Fakt auch gecheckt. Ich glaube, wir haben dann auch unentschieden draus gemacht. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber da unten schwimmt der kleine Stör. Und immer wenn ich ihn sehe, glaube ich, da ist ein fetter Saibling. Ja, bis ich ihn halt dann sehe. Ja, Halbzeit ist, also halb acht ist. Mich wundert es ja, dass er nur aktiv fischt und noch keinen Teig ausgelegt hat. Für Teig ist keine Zeit. Aber ja, die Fische sind echt aktiv. Also wir haben mit jeder schon zwei, drei Fische gefangen, muss man sagen. Coole Drills gehabt und ein Haufen Regenbogenverein. Ja, bei mir nur. Bei dir nur? Also ich habe jetzt zwei, aber die bewegen sich beide bei
Ich habe jetzt die letzte gemessen, 35. Ich muss die erste nochmal nachmessen, den jetzt 37 hat. 38, aber ja. Ich habe es nicht gescheit hingelegt. Also das schauen wir uns nochmal an. Weil so leicht kommst du mir nicht davon. Ja. Dann schauen wir noch, ob da was ist. Eine große haben wir echt schon Schwimmer gesehen, die hat jetzt 70 oder so gehabt. Also das wird halt dann nochmal alles entscheiden. Eine habe ich noch vorhin gesehen. Man sieht das so schön ein, schaut euch das an, das ist ja einfach nur geil. Die hat so 45 gehabt oder so, war auch Regenbogenfahrer. Die hat auf meinen Mehrfahrern Blinker wollte es nichts. Wir sind ja einmal schon wie die Blöden rundum gegangen, ja, weil wir ausspähen wollen, wo die Großen sind. ich habe jetzt einen Jara-Gummi auch wieder bis jetzt mit mehrfahrern Blinker gefischt. Ich steige jetzt auf mehrfahrern Blinker, weil ich brauche eine große. Ja, das ist echt oft das. Wo ich gestern auch die Große gefangen habe, mit dem mehrfachen Blinker ganz in die Mitte. Das heißt, der sinkt ab, ist schwer, man kommt weit raus. Und wenn du am Rand keine Großen siehst, da herinnen ist oft der gute Tipp, weit raus und sie stehen irgendwo am Boden. Und das war dann gestern auch der Fall. Und das werde ich jetzt nachher noch ausprobieren. Konzentriert ist er, wie man sieht. Ja. Jetzt. Oh. Boah, nein, die zerfetzt meinen ganzen Köder. Die zerfetzt ja alles. Mein guter Jara-Gummi. Gerade vom Ludi geholt. Boah. Kampfstark sind sie brutal. Das ist wirklich Wahnsinn. Mein schöner Jara-Gummi. Boah, da kommt man so schwer ab. Ich kescher die jetzt gescheit und dann zeige ich es euch. So, da ist die hat so 35, der fährt mit, aber reißt mir jetzt auch nicht außer von der Wertung. Naja. Ui, und auslassen. Aber die war richtig klar gewesen. So, probieren wir noch mit einem Wurf. Schaut ganz gut aus. Orange Jara. Ja, geht schon wieder hin. Irgendwie nehmen sie den nicht gescheit. Vielleicht ist der Haken zu groß. Oder der Köder. Obwohl, Jara geht immer. Na, nimm. So. Nimm! Na! Gibt's das? Beißen nicht gescheit. Ah ja, jetzt vom. Na, wieder auslassen. Okay. Schauen wir weiter. Und ein Jump hingelegt. So. Und nochmal. Hui, gefährlich. Nicht ausschlitzen. Oh, die haben echt Power. Freut mich. So. Okay, schauen wir die jetzt. Gut an. Blöde Stöder. Ja, mit dir. Nochmal weg. So. Noch nicht. Kämpft nur ein bisschen. Und das. Ja, das ist einmal eine größere auf jeden Fall. Schauen wir, was die hat. So, der letzte für heute.
ist auf jeden Fall der größte 39 cm. Aber da wird der Manuel gewonnen haben. Also nicht wer da, sondern hat er. Fisch, ist gut gegangen. Boah, nächster. Da, rechts von dir. Boah. Wieder schöner Fisch. Aber wir haben gerade eine gesehen in dem klaren Wasser. Die hat über, ja, so 70 cm. Wahnsinn. Und, was haben wir da? Ja. Auch wieder so ein 36er, 37er, hätte ich gesagt. Die reißt mit auch nicht aus von der Wertung. Müssen wir nur schauen, dass der Ludi seine nicht lang zieht. Also es ist 7.57 Uhr. Er hat genau nur 3 Minuten, dass er noch größere fängt. Und jetzt gerade hat er gemessen. Drum steht er. Was hat er gemessen? 39. Oh, 39. 5 cm fein, noch mein Freund. Aber jetzt ist es vorbei. War Nummer 4. Er hat Nummer 4. Ist vorbei. Ja, aber trotzdem erfolgreich. Jeder 3-4 Fisch. Schöne Bracker dabei. Da steht auch eine schöne. Siehst du? Ja. Weiß nicht, ob man es auf Kamera sieht. Die hat über 44, hätte ich gesagt. Oder so 44. Naja. Auf jeden Fall viel Fischkontakt. Und coole Challenge, muss man sagen. Am Schluss sind sie jetzt ein bisschen inaktiver geworden. Also die letzte Viertelstunde, 20 Minuten, habe ich glaube ich gar keinen mehr gefangen. Great Heron habe ich jetzt einen Fehlbiss gehabt, also ja. Im Drill verloren. Okay, sonst weit draußen auch, oder wie? Ja, aus dieser Perspektive da drüben schon. Ja. Also, nein, nicht weit draußen. Da vorne okay, da draußen. Aber von der anderen Seite. Ja. Ja, dann haben wir die Stunde jetzt hinter uns gebracht. Ja, die letzten 2 Minuten hat er jetzt herschenken müssen, weil er jetzt viel Fisch gefangen hat. Ist ja auch was Gutes. Ja, es ist genau 1:08. Jetzt ist 1:08. Jetzt ist 1:08, okay. Ja, war wieder eine geile Zeit, eine geile Stunde in dem Fall. Also in der kurzen Zeit ist echt was gegangen, ja. Ist echt was gegangen, ja, muss man echt sagen. Keine großen, obwohl deine die Bachforellen ist Wahnsinn, die mit 44. Die fangst unterm Jahr nicht, wenn die wenn sie nicht Schonzeit haben, fangen wir es eher schwer, ja. Und das war eigentlich untypisch für Bachforellen. Weit ausgeschmissen, auch mit dem Great Heron, mit dem mehrfachen Blinker. Mhm. Und die steigt einfach mitten im See ein. Ja, das ist schon zart. Aber ja, das heißt 39 zu 44 cm. Glückwunsch, ist zusammen fast ein Meter. Ist zusammen fast ein Meter, ja. Ja, Petri auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder, nehmen euch sicher wieder mal mit. Abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da, einen Kommentar. Und jetzt geht's auf. Gut. Jetzt geht's auf in die Arbeit. Auf in die Arbeit. Ciao, pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Pfiat euch.